Juhu. So, oh mein Basileus, dieser pflichtbewusste Mann hat einen großen Erfahrungsschatz und feilt weiter an seinen Fähigkeiten. Der ist halt echt jetzt schon 8 oder so. Hä, da sind gar nicht mehr so die Sterne daneben für die Generäle, oder ist es wirklich nur bei Generälen und ich habe halt einfach nur Politiker und deswegen ist es nicht. Ja. Was ja? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, also, ja, hier steht, alle Generäle und Admiräle haben einen Rang. Genau. Und dann Politiker anscheinend nicht. Hm. Oh, der braucht eine Frau. Der braucht ganz dringend eine Frau, bevor er stirbt. Der ist nämlich schon 23. Oh, ja, doch, das ist dann in der Tat schon sehr dringend hier. So, dann erforschen wir mal das da. Also, Fraktion tritt Krieg bei. Du trittst dem Krieg gegen die Räter bei? Warum denn das? Weil ich mich bei den Römern einschleimen wollte. Und die haben was gegen die Räter? Na, sowas. Mhm. Herodot hat eine schlechte Eigenschaft. Ist das so, Herodot? Was muss ich da hören? Wie entschuldigst du dein Verhalten? Ah, und der... Was? Hä? Aber wenn der Held in der Armee seinen Rang erhöht hat, dann muss ich ihn doch eigentlich ausbilden können. Ach so, nee, Hä? Ach so, nee, Ach so, nee, Der hatte eine Eigenschaft oder sowas erhalten, der Dude. Hm, ja. Sudala, wie schaut denn das jetzt hier aus? Hab ich nicht gesagt, ihr sollt das abreißen? Meint ihr, ich hab das aus Spaß gesagt oder so? Ja. Wir hungern nach einer Schen. Bereit zum Kampf! Das ist ja noch nirgendwo. Weil ich glaube. Scheint aber so. Dann. Das ist meine Güte. So. Oh, die Gallische Konföderation ist jetzt in den Alpen. Ja, die ist ziemlich groß. Die ist von der, ja, von der Nordsee bis zu den Alpen, ja. Willst du mal gegen die kämpfen? Noch nicht, aber in nächster Zeit vielleicht mal.
Tatsächlich wird das früher oder später der Fall sein. Ja, lauf mal weiter. Du. Braucht es mich hier schon, oder? Ich befürchte schon. Was war nochmal ein toller Effekt, als Basileus irgendwas mehr Ding plus 20 Einheiten Erfahrung pro Runde, 10% Moralfälle Einheiten, Waffenschaden, Ordnung, okay. Warte mal, ist das auch so eine krasse Streitmacht schon? Also so eine krasse Armee? Die hat doch nur eine Tradition. Warum sind da so viele Effekte drauf, lol? Ja, gut, okay. Bis dahin braucht er 3 Runden. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen will ich, dass du... anfängst zu marschieren. Oh. Hi. Was denn? Da steht die Königin der, wie heißen die doch gleich? Der Nurika, den ich gerade Noreia abgeluchst hab. Mhm. Und, die steht direkt vor meiner Armee und beide Armeen befinden sich im Gewaltmarsch. Ah, schade. Das heißt, du wirst... Aber ich hätte sie nicht erreicht, wenn ich nicht im Gewaltmarsch gegangen wäre. Hm. Also dann wäre ich gar nicht weit genug gekommen. Die Frage ist jetzt nur, ziehe ich mich jetzt tendenziell lieber wieder zurück? Ja, es kommt drauf an, wie groß... Ja, ich meine, sie kommt so oder so... kommt sie mit dem Gewaltmarsch, käme sie jetzt in einer Runde bis nach Noreia. Aber sie käme dann nicht noch, aber sie könnte sie halt da nicht mehr angreifen. Oder sie geht aus dem Gewaltmarsch raus und braucht 2 Runden und kann in der 2. Runde direkt angreifen. So oder so, sie braucht 2 Runden. Mhm. Das Problem, was ich gerade sehe, was ich viel eher habe, ist die Tatsache, dass ohne Besatzung ich minus 29 pro Runde mache. Ja, das ist ein bisschen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt vor ihr stehst mit Gewaltmarsch, dann macht sie einfach den Gewaltmarsch aus und du bist im Hintergrund. Greift. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch noch. Ja, das Ding ist, weglaufen ist nicht mehr. Ja, aber Hauptsache, also bist du immer noch im Gewaltmarsch? Ja, und ich kann da auch nicht raus, ja, weil okay. Ich bin schon zu weit gelaufen, ja. Also, naja. Ich bin jetzt nur noch mal ein Stück zurückgegangen, um quasi dann wieder weniger Abstand zur Grenze irgendwie zu haben, weil, also ich meine, da stehen halt jetzt 2 Fullstack-Armeen voreinander, mit jeweils dem Anführer der Fraktion. Ja. Also hier ein... wo ist mein Schiff? Ah, da. Jeweils mit... was wollte ich sagen? Eine Schlacht für die Geschichte. So. Allerdings nervt es mich, dass die Plünderer hier in meinem Land drinstehen, auch wenn sie nicht plündern. Ja, die heißen nur so. Ja, genau, sie heißen bloß so. Sehr schön. Was machst du eigentlich, wenn du im Feindgebiet stehst? Einkommen stellen. Besticht Offiziere vor Ort und zwingt sie euch, Gold von den Steuern der Siedlung zu überlassen. Dies zeigt sich natürlich in Aufzeichnung der Siedlung. Zeigt sich natürlich nicht dort. Okay. Schwache Männer sind leicht zu bestechen. Wie recht du doch hast. So.
Ja, dann mach du das Ganze doch auch mal. Ich meine, bei Geld sage ich nie nein. So, dann gehe ich jetzt noch einmal alles durch. Und ja, gut, passt. Next round. Mein Schiffchen muss noch fahren und jetzt. Dein Schiffchen. Süß. Ja. Wir sehen keinen Profit mehr im Krieg. Wenn du mein Klientel wirst. Oh, willst du nicht? Ja, Pech. Dann lasse ich dir einfach keine Wahl. Aber ist es wirklich lohnenswerter, die als Klientel zu haben, als die Stadt einzunehmen? Ja, es kommt immer drauf an. Also an sich macht es am Anfang schon relativ Sinn, Satrapie und Klientel aufzubauen. Weil dann hast du erstens Verbündete und zweitens, die zahlen dir jede Runde Geld. Und ja, also die Frage ist, ob du sie quasi angreifst, eroberst und dann halt, also wenn du die letzte, warte, was will Knossos von dir? Knossos möchte einen Nicht-Angriffspakt von mir, aber ich werde ihn so oder so nicht annehmen, ja. Deswegen Okay. Genau, also wenn du eine, also die letzte Siedlung von jemandem einnimmst, kannst du ja entscheiden, ob du das besetzen willst oder ob du ein Klientel machen willst. Und da kann es sehr häufig passieren, dass irgendwann in Zukunft die dann wieder Krieg mit dir anfangen. Aber bis dahin hast du halt da so einen Puffer. Also je nachdem, wo die sind, würde ich... aber du musst halt... Oh, shit. Greift sie an? Ja, und der hat noch eine zweite Full Stack aus der Stadt rausgeholt. Uiuiui. Heißt, ich verteidige jetzt im Hinterhalt gegen zwei Full Stacks. Ja. Magst du meine Bogenschützen haben? Können wir so machen, ja. Oder irgendwie einen Teil von meinen Einheiten? Mhm. So, okay. Dann spielen wir mal das Gefecht. Ja, einfach zusehen. Genau, zusehen und dann kriegst du von mir die Einheiten. Die wandernden Krieger. Das Gute ist, wenn ich diese Stadt, wenn wir diese Verteidigung gewinnen, was gar nicht unwahrscheinlich ist, weil meine Einheiten, glaube ich, deutlich stärker sind, aber es ist halt trotzdem halt, ne? Ja, wenn, also, bin du 3-1 unterlegen. Ja, du hättest halt eine größere Chance, wenn, wenn du mich aufstellen könntest. Ja, und du mehr Hopliten hättest. Also keine Pikiniere, weil ja, die haben an sich schon schlechte Moral und wenn sie halt von allen Seiten angegriffen werden können. Also am besten ist es ja, jetzt... Die spartanischen Hopliten, die sind ziemlich moralfest, ja, eigentlich. Okay, okay. Ja. Also ich meine, ich glaube, die haben eine Grundmoral gerade bei mir von knapp 90 oder so. Mhm. Auch wenn die Hopliten, glaube ich, mittlerweile eine von über 100 haben. Also es, ja, die sind okay. Auch Gold gerade. Dann, warte mal... pausieren wir jetzt gleich, sobald es hier losgeht, das Spiel. Ja, können wir machen. Damit wir einmal kurz uns sortieren können. Okay, was gut ist... Ja. Warte, kannst du das sehen? Ja, oder? Ja. Okay, ja. Was gut ist, hier ist nur eine Einheit. Und das heißt, wir können nach da gehen und uns hier quasi aufstellen. So einen Kreis quasi. Okay. Dann heißt der Plan... Ach, warte. Du willst dich
Warte, ich muss sagen kurz. Du willst dich nicht hier dann so im Halbkreis aufstellen, wenn wir die da platt gemacht haben, sondern du willst dich so in den Kreis stellen? Nee, also ich würde erstmal schauen, dass ich so 3-4 Pikeniers-Einheiten hier hinstelle, damit sie halt die ganze Armee aufhalten. Und dann würde ich mich, also mit den anderen würde ich dann hier angreifen. Und genau, dann würde ich so einen Halbkreis oder so ein Viereck aufstellen. Und je nachdem, wo die Verstärkung kommt, würde ich dann hier noch zumachen. Also so ein Viereck. Und hier sind die Fernkämpfer drin. Und die Bogenschützen sind innen drin. Okay, also die Piken sind irgendwo von hier bis hier müsste das ungefähr sein. Das sind alles Piken. Mhm. Heißt, wir können die jetzt hier direkt aufstellen lassen und Ding. Genau, sofort aufstellen und dann Phalanx. Warte mal, heißt, kannst du, wenn du Leertaste drückst, siehst du dann auch, wo meine Einheiten sich hinbewegen? Ja. Okay, weil dann würde ich die hier so hinstellen, oder? Siehst du das? Ja, ich sehe die Pfeile, ja. Ja, genau. Und also die halt da dann irgendwie, oder warte, ein bisschen breiter kann man es noch machen. So in Phalanx aufstellen. Mhm. Dann ziehen wir den General, können wir dann schon hinterziehen, oder? Mhm. So, warte, ich tue dann die drei Einheiten, die sich hier aufstellen, tue ich mal kurz in eine Gruppe rein, damit ich weiß, dass ich die nicht verwende. So, warte. Ich gebe die jetzt einfach mal die da. Na, die, okay, so. Die hinteren, okay. Ja, ich habe dir ein paar Hopliten auch gegeben, damit du halt die Bogenschützen dann deffen kannst auch. Genau, und ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, ich habe echt 9 Piken? Lol. Ja. Okay. Dann normalerweise habe ich 7 oder so. Dann würde ich sagen, dass du die ganzen Piken jetzt erstmal nimmst und hier diesen Kreis machst. Und ich benutze meine Einheiten, um hier hochzugehen. Also beziehungsweise um erstmal den... Okay, soll ich dann aber den Kreis gleich aufbauen? Weil ich habe jetzt hier 3 Einheiten habe ich schon aufgestellt oder aufstellen lassen. Ja. So, genau. Und dann machen wir einfach den Rest. Also machen wir hier, dann müsste das ungefähr da sein. Also willst du hier dann den Kreis machen? Ja. Okay, genau. Alles klar. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich besser, weil ich weiß nicht, ob wir bis hier hochgekommen wären, bevor die uns angegriffen hätten. Ja. Alles gut. Aber also, ja. Genau, und die Hopliten würde ich dann auch Richtung hier hinstellen, weil an sich, wir sehen nur eine Einheit, aber das heißt nicht, dass sie alleine da oben ist. Soll ich mir mal 3 Piken-Einheiten noch aufsparen, für den Fall, dass wir hinten zumachen müssen? Ja, kannst du machen. Also dann hier einen kleinen, also so 5 oder so. Mhm. Und dann... Kommt hin. Genau, und dann die restlichen irgendwie hier aufstellen, wo sie dann entweder hier die Klappe zumachen können oder hier die Klappe zu. Je nachdem, defensiv oder offensiv. So. Okay, und die Hoplite. Hä, warte mal, was? So, bam. Genau, und wo schicke ich euch gerade hin? Wo lauft ihr hin? Achso, nee, ihr marschiert noch. Dann kommt ihr hier rein zu dem Ding. Okay, also wenn ich das jetzt richtig im
Kopf habe, dann müssten die Piken sich jetzt so aufstellen ungefähr. Also ja, genau. Da hinten ist noch, hier ist auch noch so ein Stück. Aber genau. Genau. Und dann die Hopliten kommen von hier da rein, genauso wie der General. Und die Bogenschützen hast du ja irgendwo hier oben aufgestellt. Genau. Also einfach alles auf Angriff. Also. Genau. Genau. Okay, dann machen wir weiter, oder? Ja. Wenn alle Befehle klar sind, dann fangen wir an. Jawohl. Bin mal gespannt, ob... Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, okay, ja, es sind sogar noch mehr. Aber war irgendwo klar. Ah, von vorne ja, kommen ich auch welche. Die... Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich schicke den General auf die Schwertkämpfer da drauf. Mhm. Hier aufpassen. Kommandant! Schnell zum Einsatz! Feuer! Schnell vorrücken! Ich erwarte eure Befehle! An die Waffen! Schnell vorrücken! Geschosse bereit zum Einsatz! Ich fokussiere mal die feindlichen Steinschleuder. Sehr gespannt, woher die Verstärkung dann kommt. Ja. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal gut. Steinschleuderer! Zu Befehle! Okay. Ich mach die rechte Flanke zu. Mhm. Mit den Piken. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Ratana! Schnell vorrücken! Zum Einsatz! Greift ihre Positionen an! Geschosse Konterie zu euren Diensten! Wehrkämpfer bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Geschossinfanterie! Sparta! Doppelte Geschwindigkeit! Schön, dass ihr so blindlings gegen die Phalanxen rennt. Geschosse bereit zum Einsatz! Ja, es ist schön. Oder nee, andersrum. Ihr geht da drauf und ihr pieken. Stellt euch hier auf. Die verstärken wird in der Tat eine gute Frage. Aber die kommt auch von... Nee, das sind die Bogeneinheiten. Mhm. Verstanden! Schnelles Marschieren! Ein
Okay, ich lasse die Piken hier hinten stehen. Mhm. An sich ich auch, weil sonst treibe ich sie irgendwo weg. Und so kann ich sie mit den Steinschleuderern. Easy peasy. Ah, von hinten kommen sie. Okay. Dann. Ich ziehe hier die anderen Dings rum. Genau, ja. Er fängt schon an zu schießen. Ah, nee, ich will gar nicht malen. Hör auf damit. So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Hier die auch wegtun. Ja. Oh, da kommt eine Kavallerie. Geschossinfanterie! Schnell! Schnelles Marschieren! Batana! Okay. Der Kämpfer bereit! Greift ihre Position! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Ah, du kesselst die Dings ein. Mhm. Gut. Batana! Warum? Ich würde ganz gerne. Ah, deine Bogenschützen stehen gerade ganz schlecht. Ich kann die Phalanx nämlich nicht zumachen. Ja, aber irgendwie. Warte, ich gehe einfach komplett raus. Warte mal, sind das. Das sind nur Bogenschützen bis jetzt. Ah, nee, da oben kommen die Nahkämpfer dann. Ja. Zu Befehl! Schneidet sie in Stücke! Okay. Bitte Geschwindigkeit! Feuer! Papa! Doppelte Geschwindigkeit! Marsch, schnell! Patada! Steinschleuder! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt! Papa! Steinschleuderer! Zu euren Diensten. An die Waffen! Doppelte Geschwindigkeit. Steinschleuderer! Okay, gut. Du machst die Bogenschützen. Männer wanken. Schieß! Zielen! Schieß! Eure Befehle? Schnell vorrücken! Geschosse bereit zum Einsatz! Ich versuche mal irgendwie mit meinen Hopliten ja. Hochzukommen. Er greift sowieso eine Ding Richtung von den Hopliten, von den Piken an. Ja. Boah, die Kurzschwerter machen richtig Schaden. Wow. Zu Befehl.
Na gut, dann geh ich mal zurück. Geschosse bereit zum Einsatz! Ich erwarte eure Befehle! Doppelte eure Befehle? Geschwindigkeit! Zerstückelt sie! Befehle? Batana! An die Waffen! Kopfblütenphalanx! Schwerkämpfer bereit! Schneidet sie in Stücke! Du kannst mal mit denen hier in die Flanke gehen. Mit denen auch. Ja. Geschossinfanterie! Feuert auf den Feind! Da drüben kommt eine Einheit Ding. Schwertkämpfer, aber ich schaue, ob ich die mit einer Hopliteneinheit krieg. Ah, vielleicht aber nicht mit der. Das ist ein schändlicher Anblick. Achtung, bei dir kommt eine Einheit von hinten, eine gegnerische, aber ich gehe mit meinen Hopliten rein. Jo. Das ist die schon vorhin Trouble gemacht hat. Doppelte Geschwindigkeit! Verstanden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, den könntest du auch wieder zurückholen. Ah! Ja, könnte ich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dir geht langsam die Munition aus. Ja. Schosse bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Ich charge einfach einmal kurz in den Rücken. Nur für den Malus dann. Ja. Und wieder raus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Steinschleuderer! Löst euch! Bereit zum Einsatz! Befehle! Schnelles Marschieren! Eure Befehle? Ja, Kommandant! Bereit zum Einsatz! Wie ihr Befehl! Marsch, schnell! Eure Befehle? Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Also verlustreich ist das Ganze auf jeden Fall. Ja. Aber wir gewinnen. Ja. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wir erwarten eure Befehle. Geschossinfanterie! Haben wir den gegnerischen General? Also den ersten ja, der zweite ist bei mir oben. Hier ist er. Ah, okay. Steinschleuderer! Schnelles Marschieren! Geschossinfanterie bereit! Ziel! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu Befehl!
Steinschleuderer! Bist in. Wir den anderen General haben noch. Ja. Muss er irgendwo sein? Naja, es sind noch 56 am Leben, also ein paar sind noch da. Aber einer von denen muss sein. Ah ja, ich sehe ihn. Ja. Der feindliche General. Super. Okay, wunderbar. So, dann können wir das Gefecht beenden. Ja, teurer Sieg. Definitiv. Ja, teurer Sieg auf jeden Fall. Pyrrhus-Sieg. Aber man sieht, wie sehr die fliegen, Alter. Ja, 1000 bleiben dir übrig. Ja. Der Maximale hat 475. Ja, krass. Krass. Ja, aber ich finde bei 2:3 Verhältnis so kräftemäßig. Ja, ist es in Ordnung, ja. Ja, also ich meine, wir haben weniger als die Hälfte an Verlusten wie der. Also den meisten Damage haben seine Kurzschwerter und die Fernkämpfer gemacht, ja. Ja. Naja. Ja, die Hopliten waren auch nicht schlecht. Aber hast du Einheiten komplett verloren? Also ja, das sieht man ja jetzt erst. Ja, genau. Aber ich glaube, warte mal, es ist 1, 2, 3, 4, 5 mal 4. Also wenn die nicht tatsächlich geflohen sind oder so, also die eine Einheit da, die eine Hopliten-Einheit sieht so aus, als wäre sie ganz ausgemerzt worden, aber könnte schon sein, dass 4, 5 Einheiten ganz weg sind. Ja, krass, okay. Weil geflohen sind nicht viele.